Hallo miteinander, mein Name ist Bruno Lonkal von der Rugenbräu. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von meinem Weinblog. Ich habe heute passend zur Jahreszeit 3 Rosé mitgenommen. Der erste Rosé, den ich euch zeigen will, ist der Rosalie aus der Provence von Robert Brunel. Rebsortenmässig haben wir hier Grenache aus Anson, den man dort eigentlich häufig einsetzt. Die Farbe ist ein attraktives Lachsrosa. In der Nase sehr fruchtig, nach reifen Pfirsich, Erdbeere und Kirsche. Im Gaumen sehr elegant und frisch. Das ist ein sehr leichter Rosé, trocken auf der trockenen Seite und endet schön auf der Frische. Der Rosé würde servieren oder eignet sich sehr gut zum Aperitif, zu Salat Niçoise oder Salat mit Poulenstreifen und kreolischen Reis. Der nächste Rosé, den ich euch zeigen will, ist ein Spiezer Rosé vom Thunersee. Rebsorten sind hier Blauburgunder, Garanoir und Mara. So, Mara ist weniger bekannt. Von der Farbe her ist es jetzt ein bisschen intensiver, so Zirkelschale-mässig. In der Nase sehr intensive Frucht nach Melonen, reifen Melonen, Erdbeere, Bubblegum. Im Gaumen ist er sehr füllig, aber mit einer guten Struktur. Das ist ein recht eleganter Rosé mit Rassen. Den könnt ihr gut einsetzen zu sommerlichen Gerichten, wie zum Beispiel Melonen mit Rohschinken, Rindfleischsalat und so weiter. Der letzte und dritte Rosé, den ich euch zeige, ist Vinea Rosé von der Finca Museum. Das ist in Spanien, Sigales genau genommen. Die Rebsorte ist Tempranillo. Wie du schon gesehen hast, ist das die intensivste Farbe, das ist ein helleres Himbeerrosa. In der Nase sehr intensiv, auch wieder fruchtig nach Wassermelone, Erdbeere und Kirsche. Im Gaumen ist der Rosa sehr rassig mit einer frischen Säure. Der Abgang mittel, lang und trocken. Die könnt den Rosa sehr gut einsetzen. Bei gegrillten Riesengarnelen, Salat, asiatischer Küche oder Tomatensuppe. Wichtig bei allen drei Rosen ist die Serviertemperatur, wirklich kühl servieren. Und wie gesagt, die drei Rosen bekommen ihr bei uns in der Genusswelt. Alle degustierten Weine bekommen ihr bei uns in der Rugen Genusswelt in Interlaken. Wir würden uns sehr freuen auf euren Besuch und bis zum nächsten Mal.